Vor allem kann man hier auch einstellen, endlose Welle, dann kommen einfach endlos die Gegner. Also mein Kollege kommt dann noch, der hat mir gerade geschrieben, er ist jetzt wach, er muss aber erst schnell noch was essen. Welchen Job willst du eigentlich haben? Ding. Jetzt habe ich das Marco. Ein Auge. Okay. Was? Welchen Job du haben möchtest. Was? Wo? Wäre ich jetzt, oder? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Lass mal gucken, dass es überhaupt dann mal anläuft, ne? Also ich wäre gerne mit dabei, definitiv. Als Busfahrer, warum nicht? Die kommt von der Seite. Alles klar. Boah, die gehen auf die Dächer hoch, gell? Ja, das war die aber vorher auch. Da sind die hochgeklettert. Da kommt noch ein Auto. Andere Seite kommt auch noch ein Auto. Ja, also ich weiß jetzt. Den Sport auf jeden Fall irgendwas neu. Zum UFO. Meine. Ach du Scheiße! Komm mal aus einem Hau aus der Ecke! Die ist cool, die Waffe! Ey, ich sehe gar nichts mehr! Die ist geil. Oh, hinter mir. Oh, hinter mir geht's ab, Alter. Oh, Alter, da geht's ab. Die hat auf jeden Fall was, die Waffe. Aber die eine mit dem Dings, mit dem Stoß da, die ist nicht schlecht. Hast du die nicht, oder was? Im Hä? Hast du die nicht im ersten Film? Doch, die habe ich gehabt. Du gehabt? Also jetzt, ich habe die von der Vergangenheit aus zu dir. Ich weiß noch, wo ich mit Enrico mal alleine gespielt habe, da hat er sich mit dem Ding über eine Mauer selber drüber ge...
Leute, habe ich mich schon zurückgehalten. Seite kam, die kam von zwei Seiten. Down, down. Oh, Alter! Oh, what the fuck? Ich war da gerade voll drauf bei dir, Enrico, Alter, was da los? Jetzt brennt das ganze Dach auch noch. Perfekt. Richtig reingeschissen dadurch. Da war nicht mal was, was the fuck, Alter, da ballerst du auf einmal. Boom! Da war bestimmt Gas. Er hat Gas gesagt. What the fuck? So. Wollen wir noch eins machen? Von mir aus. Mal ein bisschen Action machen. Könnt ihr dann nachher nochmal hier machen. Aber bis jetzt ganz lustig. Oder Kev? Ja, bisher auf jeden Fall macht es mehr Laune, halt, wie du selber sagst, als die anderen Überlebenskämpfe. Safe us. Oh, wie ich gerade aus dem Boden rausgekrochen kam. Das sind unsere Freunde, sie sind abgestürzt. Vor allem gibt es hier auch mal Deckung. Solange sie nicht von hinten kommen hier. Ja, von hinten gesagt. Da! Boah, hier sind sogar Frauen dabei. Ja, es sind irgendwelche Hillbillies oder so, hä? Irgendwelche Fanatiker, die jetzt hier auf uns zukommen. Auf jeden Fall keine Polizei. Kann sein, je nachdem, wo du bis zum Hüfte spielst, kann man verschiedene Charaktere. Oben. Kevin, nach hinter dir. Was? Achso, da. Ja, danke. Oh, doch, hinter uns. Hab schon. Nimm dir.
Ja, habt's gesehen. Ich oh, Alter, mit Reise hier, mit Camper und Reisebusse, Alter, kommen sie angereist hier, um uns zu sehen. Und wir vernichten sie. Kev hat sich aber auch eine geile Position ausgesucht. Ja, sie steht aber ziemlich offen. Abs. Das ist ja so ein Sprachentwickeln. Eine Sprache entwickeln? Entwickeln, hör mal richtig zu, Junge. Doch, da sind auch Cops dabei. FIB. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt irgendwelche Forscher oder so, die uns nehmen wollen. Jetzt ist Polizei wieder. Ja, jetzt ist für die Hippies ist das schwer. Da kam irgendwie mit der Minigun wieder, glaube ich, die gleiche Idee. Ich glaube, jetzt habe ich schon drei Seiten, aber es war nur mit der Minigun drauf. Ah, ja. Das war witzig. Wieso? Oh geil, Railgun. War das nicht der Schrot? Wo ist die? Ah, da, okay. Ich mach den Heli. Ach du Scheiße. Ulala. Oh, hab mal ausgenutzt. Ja, mehr zu viel. War mehr zu viel. Vier oder fünf habe ich noch mitgenommen. Also auf Markus 2 sind, glaube ich, rechts von dir noch. An der Hütte. An dem. Jetzt kommt hinter dir Nummer 3. Alter, jetzt werde ich umkreist. Ja, du hast fast gar keine Chance mit alleine. Gegen alle. Ist Rico auch tot? Ja. Ja. Der hat mich oben geholt. Ja, du kriegst echt. Ja gut, am Ende wird Kreise sein. Ich hatte die Stubwelle 4. Schon heftig. Die haben Enrico runtergeholt. Die haben mich oben runtergeholt. Die haben wir oben einen runtergeholt, ja. So, machen wir erstmal was anderes. Terror. Ah. Sind wir jetzt eigentlich noch, ja, wir sind noch Einladungslobby. Mal gucken, ob wir mal eine richtige Online-Lobby finden. Ach, der Scheiße, ein Tisch.
Was hast du denn geschafft? Motorradfahrer. Wir haben einen Zeugen. Wir hatten einen Zeugen. Ich suche gerade eine, ja. Weil da ja manchmal auch diese Challenges auftauchen, weißt du, was ich meine? Diese freie Modus-Dinger da. Stimmt, wer da, machen wir auch kurz was zu essen, wenn ich hier sitze. Jo. Es ist halt nervig, dass man nicht einfach eine öffentliche Lobby erstellen kann, so als erstes so. Ich erstelle eine neue Lobby. Da können andere nachschauen, warum das nicht geht. Stimmt wohl. Ach ja. Alles immer nur 28er, 29er, wo dann immer ständig kommt, die Lobby ist voll, du kannst nicht beitreten. Ansonsten machen wir halt doch wieder eine Einladungslobby und machen unsere eigenen Challenges oder so, mal gucken. Können wir auch machen, ja. Also ich habe hier jetzt eine 25er Lobby. Ja, warte, dann probiere ich mal da reinzukommen. Sei nur jetzt blöd, dass gerade Enrico jetzt gerade weg ist, ne? Sonst könnte er auch jetzt schnell nachjoinen.